Unsere Arbeitsgruppe hat sich dem Thema Arbeitswelt und internetbasierte Innovationen gewidmet, und zwar dabei die Aspekte: Schaffen internetbasierte Innovationen mehr Autonomie und Selbstbestimmung oder führen sie dazu, dass der Arbeitnehmer mehr und mehr zum Objekt der Kontrolle durch den Arbeitgeber wird? Das war die zentrale Fragestellung unserer Arbeitsgruppe. Und ja, es hat sich ergeben, dass im Prinzip fast alle gesagt haben, beides ist wahr, beides ist möglich. Jedoch wurde an den Beispielen sehr deutlich, dass es sich gerade bei abhängig Beschäftigten um diejenigen handelt, die mehr zum Objekt der Kontrolle werden, dass im Bereich von Selbstständigen wiederum doch eine starke Tendenz schon zu spüren ist zu mehr Selbstbestimmung und Autonomie, dass aber auch eine große Hoffnung besteht, dass insgesamt Arbeitnehmer, seien sie abhängig beschäftigt, seien sie selbstständig, durch internetbasierte Innovationen auch mehr Autonomie am Arbeitsplatz erlangen können. Das ist ein großer Wunsch. Dazu wurde Verschiedenes bemerkt. Das erste ist, dass das Unternehmen selbst ein großes Interesse daran hat oder haben sollte, dass Arbeitnehmer selbstbestimmter arbeiten, weil dieses zu besseren Produkten führt, dass, wenn sie von den neuen Technologien auch ausgegrenzt werden, ein Stichwort war, haben sie überhaupt Zugang zum Internet? Natürlich sollten alle Zugang haben. Also sprich, dass ein Arbeitnehmer, der mit diesen neuen Tools auch arbeitet, bessere Arbeit liefert und auch selbst nicht ausgegrenzt arbeitet. Das heißt also, dass auch bemerkt wurde, dass insbesondere auch qualifizierte Arbeitnehmer Arbeitgebern davonlaufen werden, wenn dieses vertrauensvolle Arbeiten, selbstständige Arbeiten und internetbasierte Arbeiten nicht möglich sein sollte. Insofern kann man zusammenfassend sagen, es wurde als sehr wichtig dargestellt, dass es Regelungen gibt, seien sie betrieblicher Natur, die auch den Datenschutz und die Autonomie des Arbeitnehmers gewährleisten, seien sie gesetzlicher Natur, wie zum Beispiel ein Arbeitnehmer-Datenschutzgesetz.